Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und seid gruselig geherzt hier in einem weiteren Prizefighter Let's Play. Ich muss heute gegen Jesus Silva schlägern. Geld gibt's kein, aber ist egal, das Geld kann ich sowieso nicht ausgeben. Ich weiß gar nicht, wofür ich überhaupt Geld bekomme. So ein Quatsch, echt. Oder habe ich das noch nicht herausgefunden? Kann natürlich auch so sein. So, Autotraining. Damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Ich glaube, ich kann das doch nicht ausgeben, oder? Für was kann ich das ausgeben, das Geld? Weil ich habe jetzt mittlerweile echt einen Haufen Kohle. Also dann muss ich mich noch mal kurz einstudieren in diese Geschichte, echt, weil das ist mir jetzt ein bisschen sehr suspekt. Weil ich meine, man kann das Geld ja sowieso nicht ausgeben. Wofür ich das dann überhaupt bekomme, weiß ich gar nicht. Komisch. Naja. Gut, das soll jetzt nicht die Hauptsache hier in dieser heutigen Episode spielen, sondern dass wir Jesus Silva auf die Matte bringen. Starten wir mal den Kopf. Bin schon richtig aufgeregt. Oh Mann. Hoffentlich ist er nicht zu stark. Und vor allem, was passiert dann danach? Geht's weiter oder nicht? Oh, Fragen über Fragen. Ich habe keine Ahnung. Das Leben ist schon anstrengend, echt. Oh, ja. So. Und los geht's. Okay. But don't let emotion cloud your mind, kid. Okay. There's nothing that would suit his game better than for you to come out of the blocks in a hurry. Charity okay. Fight or not, he's gonna work you. So find the angles and keep mixing it up. Okay, mach ich. Danke, Trainer Wilson. Welcome to Rodeo Drive and what promises to be an awesome matchup between two great fighters right here in LA. Fighting out of the red corner from Atlantic City, New Jersey. Yeah. Ja, mein einer! Mit dem psychopathischen Blick! Tampa, Florida. Jesus, the silver bullet, Silva! Okay. Touch gloves, let's do this. Naja, wegen sauberen Kampf, den kann ich jetzt nicht versprechen. Ich freue mich auf diesen Fight. Ja, komm her! Willst du nicht schlägern? Soll ich zuhauen? Ja, okay. Komm her, Jesus. Silva. Genau, schön aufpassen und in die Stirn. Komm. Nochmal. Ja, er soll mal kurz drüber nachdenken. Jesus Silva schlägt ins Leere. Na? Genau, haben schöne rein hier. Ein solider Treffer auf die kurzen Rippen. Beinahe Fuß an Fuß, aber keiner dieser Schläge. Genau, schön so ein paar Denkzettler verpassen. Und? Ja. Genau, der soll mal richtig drüber nachdenken, diese Flitzpiepe. Mit wem man sich da überhaupt angelegt hat. Ich bin The Kid. Und ich bin fit. Na? Diese Schläge zum Kopf kommen einfach nicht durch. Das ist eine sehr gute oh nein! Zu tun und der kommt beim Besten. Hi, Demitzka! Ja, ja, okay. Ja, ich muss schon zugeben, dieser Haken war echt super. Also getroffen hat er mich schon gut. Scheibenkleister. So. So, genau, soll ich sie schön auspowern und... Ah, Mann! Genau, hau ihm schön rein hier! Der soll nachdenken! Mann, den wird er gespürt haben. Nein, hau ihm schön rein in die Fresse, genau! So geht das!
Genau, so mag ich das, Dave. So viele Punches kommen durch. Na? Pass auf, Dave! Autsch, der hat ja hier oben noch wehgetan. Auch wenn er nah am Gegner steht, diese Schläge gehen alle vorbei. Genau, schön in die Stirn. Er soll drüber nachdenken, was er gemacht hat. Ja, schaut sehr doof aus. Ich weiß, schön ist das nicht, aber effektiv, wie man sieht, ne? Die letzten Sekunden dieser Runde. Und das gibt's doch nicht! Pass auf, Dave! Ah. Das ist sehr schön. Ja, ich konzentriere mich ja schon, Trainer Olsen. Genau, schön den Koppes. Genau, polier mal ein bisschen so seine Glatze. Genau, schön rein hier. Genau. So wollen wir bitte. Ja, so ist es gut. Pass auf, Dave. Tank noch ein bisschen Energie hier. Ja, sehr schön. Okay, das passt. Noch eine Minute. Ja, jetzt haut drauf. Schön nochmal, hopp. Schick ihn endlich schlafen, Mensch. Ja, super. Gut, Dave. Bam. So muss es sein, genau. Knarzen soll er gehen, die kleine Zauberfee. One, two, three, four, five, six. Kannst du noch? Ja, dann komm her. Kriegst noch einen Bussi von mir, komm. Noch ein Bussi. Muss ja nur herkommen. Ein ganz schönes Pfund. Ja? The Silver Bullet schlägt ins Leere. Die rechte genau, schön auf die Fresse hauen. Der braucht das doch. Mensch, der bettelt doch danach. Eine solide Linke trifft. Ja, sauberen Schlag. Das ist das 10 Sekunden. Na komm. Ja, nochmal hopp. Und nochmal hopp. Und nochmal hopp. Ja. Schön, Dave. Super. Hast du es richtig gut gemacht? Super! Da fällt er wie so ein nasser Sack, ein stinkender. So. Ja, gut, mach ich. Ich stehe weiter in seinem Gesicht. Naja. Das wird er nicht schaffen, das sage ich euch gleich, ne? Na, ja, wo ist er? Ja, komm, 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 komm. Ja, was ist jetzt? Diese Schläge zum Kopf schauen einfach nicht durch. Solide Deckung ist wirklich die nee. Kid, versuchst du in deiner linken. Denk nochmal nach, komm, hopp. Dieser Schwachmat, komm. Noch so ein paar Schläge. Komm, gibt's Bussi. Jetzt ja, komm, 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 komm. Ja, erholen brauchst du nicht. Armselig, schlechte Verteidigungsarbeit von The Kid. Das sah aus, als hätte es wehgetan. Ja, schön. So mook wie das. Oh Mann. Two, three, four. 5, 6, 7, noch 30 8, Sekunden. 9, 10. Ja, der kann nicht mehr. Oh, super. Also ein Loser. 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 Ja. Nix de Silva. De Loser. Jesus, de Loser heißt der eigentlich. Tschüss.
Und mein Medienprofil hat sich doch von alleine verbessert. Also was soll der Schwackes? Die machen mir da immer so einen Druck. Ja, jetzt geh dahin, geh dorthin. Und wenn ich trainiere, dann heißt es immer, ja, ich flüchte vor den Medien. Voll der Schwackes. Ich verstehe nicht, wie die auf den Schwachsinn kommen. They worked at the same factory. They had the same ambition. Ja, ja. Schon wieder so ein Obergescheiter. Oh, Mann. Wer nervt mich jetzt schon wieder? Was? Don King? Hey kid, this is DK. Just calling you to check you out to see if you need anything. I want to make certain you have everything you need because you're working good now. And I want to keep your spirits high because when your spirits is high, you do things that are just unbelievable. So I want you to stay in that unbelievable capacity and work hard. Let me know what you need, man. Hit me back. Ja, okay, alles klar. Danke, Donny. It's no coincidence. You sign with Don King and the fights immediately jump to a different league. Don loves a winner. Ja? Don loves a winner. Ja, ja, komm, Carla, Schwack ist nicht so viel. Schwaffel die Waffel, ne? Will ja keiner hören. Aha, ui. Hey, kid. From now on, I only want to see you winning. Okay. Because winning is what Don King's all about. Aha. Unheimlich. Aber okay, na gut. Ach so, ich habe noch etliche Gegner wieder vor mir. Heide Witzka, das wird ja noch Ewigkeiten dauern. Naja, Leute, wie ihr seht, es geht auf jeden Fall weiter. Also es lässt ja nicht los, ne? Also die Gesichtsschlägerei. Da sind noch ein paar Kämpfe am Start, wie man sieht. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch wieder zu sehen. Beziehungsweise, wenn ihr mir über die Schulter guckt, wie ich da die Gesichtsschlägerei fortführe, ja? Super. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Passt auf euch auf, bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt doch bitte die Achseln waschen, ja? Gut, danke. Bis bald. Tschö. Papa.